Hi Leute, grüße euch. Happy Mittwoch. Whoop. Krasse Eskalation. Ich muss mich kurz noch ein bisschen orientieren. Sorry. Die Musik nimmt mich noch so mit. Geil. Gute Mucke am Start. Wir haben Bergfest, Leute. Und Raven durch den Mittwoch. So. Ich muss ein bisschen umhergucken mit dem Bildschirm hier noch. Ich gucke ein bisschen mal dahin, mal gucke ich dahin, dann gucke ich wieder ganz woanders hin. Ich habe ja jetzt seit kurzem den zweiten Bildschirm, wo ich den Chat auch besser lesen kann. Und das mache ich auch ganz fleißig. Dann bin ich noch ein bisschen immer orientiert und umher switchen. Also nicht wundern, wenn ich so mache, da ist der Chat. So, das ist mir noch ziemlich laut hier irgendwie. In meiner Ausgabe. Ja, war schon ein bisschen besser. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Mein Pegel sagt, es geht. Der Mikrofonpegel. Nicht, was ihr denkt. Januar ist sowieso alkoholfrei. Januar, Leute. Frohes Neues. Mensch, erster Stream im neuen Jahr. Ich wünsche euch noch ein gesundes neues Jahr. Wünsche mir sowieso, aber dieses Jahr noch besonders. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr Vorsätze habt. Mein Vorsatz ist jedes Jahr, dass der Januar alkoholfrei bleibt. Einfach aus Tradition. Und weil es mal ganz nett ist. Und ansonsten, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Vorsatztyp, ehrlich gesagt. Ja. Halte ich eh nicht durch. Ich hatte immer auch diese klassischen Sport und Joggen und weiß ich was alles für eine Vorsätze. Hat nie gehalten. Entweder man macht es, wenn man Bock hat oder nicht, aber man geht nicht im August laufen, wenn man sich das im Januar vorgenommen hat, oder? Also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich mache das zumindest nicht. Ja. Genau. Willkommen zum ersten Stream in 2021. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Ich ja, war super ruhig. Wir sind relativ früh schlafen gegangen, weil ja der kleine Kackeprinz, der wäre ja noch relativ früh aus dem Bett, deswegen können wir auch noch nicht so richtig lange schlafen. Oder haben wir uns deswegen auch so gegen 10 verabschiedet. Und ja, dass keine Raketen waren, also es waren sowieso Raketen zu sehen, aber dass wir selber haben halt nicht geböllert und fand das auch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Hat damit gar keine Probleme. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gefeiert. Muss auch mal ein bisschen dieser rauslassen, solange wie es geht. Ja. Was machen wir heute, Leute? Was machen wir heute? Ich habe dieses Mal sogar zwei Kameras mitgebracht aus speziellem Anlass. Einmal die Mamiya 645. Kurzer Sneak. Das ist sie. Zack. Die gucken wir uns heute kurz an. Oder besser gesagt besonders den Sucher. Und wir gucken uns dieses Schätzchen hier an. Mit diesem wunderbaren Schraubtubus. Das ist die Puva Start. Die Puva Start. Das ist eine ganze Kamera. Warum ich euch die zeige, sage ich gleich. Genau, über die beiden quatschen wir heute. Sowieso, was auch so angefallen ist die letzten Tage analogfotografiemäßig. Und ja, da machen wir natürlich weiter mit unserer eBay-Checkliste. Wir arbeiten ja fleißig daran, immer mal wieder eine Stunde. Oder eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie viel ich hier so von mir gebe. Und ja, das ist der Plan für heute. Genau. Ja, was ist so angefallen analogtechnisch? Ich habe ein bisschen die Feiertage genutzt und am Blog gearbeitet. Heißt, ich habe insbesondere zwei Artikel wieder veröffentlicht. Einmal ein Testbericht zu diesen Schätzchen hier. Kodak, Autofokus mal on point gewesen gerade. Autofokus, fokussiere auf diese Packung bitte. Das ist echt ein Kodak Ektachrom E100. Ich hoffe, ihr habt es jetzt endlich gelesen. Im Mittelformat richtig schlecker. Ja, deswegen steht auch die Mamiya hier, mit der habe ich mich die Testfilme gemacht. Kodak hat mir die Filme zugeschickt.
Und gefragt, ob ich die testen möchte. Gesagt, ja. Im Mittelformat finde ich die ganz nett. Ich Diaformat. Diafilm ist ja eh immer ganz nett, obwohl ich sie nicht selbst entwickle. Und noch angewiesen bin auf ein bisschen Wartezeit. Und im Mittelformat ist die ja einfach noch immer ein bisschen schöner. Und von daher eine Frage. Ich fand den E100 schon im Kleinbildformat schon super schön. Der macht echt tolle Farben. Und ja, was ich noch von dem halte, lest ihr halt auf dem Blog im neuesten Testbericht zu dem. Den seht ihr, wenn ihr auf die Startseite kommt, ist der noch ganz oben. Ich guck mal nach. Jo, 5 Bilder mit dem Kodak E100 als Rollfilm. Ich habe noch einen zweiten Film gerade im Labor. Da habe ich nochmal den Film durch die Yashica Mat gejagt. Und auf die Ergebnisse bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ein bisschen an der Belichtung geändert, was geändert, geschraubt. Eben weil die Bilder mit der Mamiya recht dunkel geworden sind. Das bei Diafilmen, der verzählt ja nicht so viele Fehlbelichtungen. Da muss man schon mal aufpassen. Und genau, ich wollte nochmal testen, ob es mit anderem Licht noch schönere Ergebnisse gibt. Bin ich sehr gespannt. Genau. Ich komme noch ein bisschen rüber immer und gucke auf die Pegel, weil ich nicht will, dass ich euch anschreie, aber ich will auch nicht, dass die Musik zu laut ist. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, dann sagt einfach mal Bescheid. Pegel mal noch ein bisschen runter, damit es auch schön im Hintergrund ist. Genau. Und ja, ich finde den E100 echt klasse. Der macht Spaß und ich kann ihn nur empfehlen. Zumal es ja gar nicht mehr so viele Dia-Filme gibt im Mittelformat. Es gibt noch vielleicht einen von Fuji, aber ich bin gar nicht so sicher gerade. Wenn das einer weiß, kann er das ja mal in den Chat schreiben, weil ich wusste es nicht. Ich würde jetzt ganz blasphemisch sagen, der E100 ist der einzige Dia-Mittelformat-Film aktuell am Markt. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Genau, und aus diesem Grund steht diese schöne Kamera hier. Und ich habe mich mal immer gefragt, ich fand die immer so, also so wie sie jetzt ist, irgendwie ziemlich hässlich, muss ich zugeben. Mit diesem fetten Prismensucher oben drauf, wenn man den nämlich abnimmt, dann macht es halt die Kamera schon mal wesentlich schlanker, ja. So ein bisschen handtaschenformatiger, sage ich mal. Der Prismensucher an sich ist halt so ein fettes Vieh, ne? Und ich habe irgendwann mal nicht hingekriegt, den zu verwenden, zu fotografieren, habe mich dann geärgert. Und über die Feiertage ist mir durch Zufall die Bedienungsanleitung für die Mamiya in die Hand gefallen. Ich dachte, okay, Mensch, guck's nochmal nach, wie das funktioniert. Weil ich immer im Kopf hatte, dass es zwei Arten von Prismensuchern gibt. Und dann gucke ich so in die Anleitung, da steht halt nur eine Art beschrieben. Denkst du, ach cool, doch nicht kompliziert, guck's nochmal. Und ja, stelle ich fest, dass es nicht der Prismensucher, der beschrieben ist, als den ich hier habe. Es gibt noch einen, das ist ganz, ganz spannend, der hat hier noch an dieser Seite nicht diesen Schalter, sondern er hat dasselbe Zeitenwahlrad, wie die Mamiya hier auf der Seite hat. Das hier ist, Moment, jetzt sehe ich mal genauer. Das hier ist das Zeitenwahlrad. Und genau dasselbe Rad hat der Prismensucher auch nochmal oben. Der Sinn dahinter ist, dass man hier an der Kamera, wenn man den benutzen möchte, eine bestimmte Einstellung einstellen muss, nämlich diesen roten Punkt, den ihr jetzt vielleicht ein bisschen verschwommen seht, weil das überträgt die, ja, die Elektronik, also quasi den Strom an den an das Prisma. Hier ist aber noch ein bisschen anders. Hier muss man, das ist ein bisschen komplizierter, deswegen ist es ja auch nicht so beliebt, wage ich jetzt mal zu vermuten. Man schaltet den an, misst die Belichtung, das macht man, indem man hier auf diesen weißen Knopf drückt, ne, da drückt man drauf, zack, wenn man den auf angestellt hat, merkt sich die Belichtungszeit, also schlägt eine Nadel aus oben, wie man das so von analogen Kameras halt so kennt, und zeigt einem die Belichtungszeit an. Und dann muss man hier wieder zurückstellen, das heißt, man stellt dann hier die Belichtungszeit ein, trennt damit die Stromverbindung vom Prisma
und kann dann nicht nochmal nachkorrigieren. Das fände ich nämlich echt ungünstig, weil dann fließt ja kein Strom mehr durch. Und du musst dann ja quasi dich darauf verlassen, dass du deine Position nicht mehr veränderst, dass sich das Licht nicht mehr verändert. Wer will das schon kontrollieren? Und dann möglichst schnell das Foto machen. Und bei dem anderen Prismensucher ist es so, dass der halt, weil er die Belichtungszeit dann hier oben eingestellt wird und nicht hier, immer mit Strom versorgt wird. Und das ist ein bisschen besser, finde ich. Und der andere Prismensucher hat auch LEDs als Belichtungsanzeige, die ich persönlich immer bevorzuge, weil sie einfach viel leichter zu erkennen sind. Und gerade für einen Brillenträger ist das an so einer, ja, an so einem Okular eh nicht so richtig praktisch. Schon uns ganz oft gehört, dass die Brillengläser zerkratzen. Und man kann, muss generell immer so durchschielen und ach, ist einfach nicht so richtig geil. Ja, und deswegen gibt es halt noch ja, das andere Prismensucher, den anderen Prismensucher. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich den habe, weil es einfach eine schöne Ergänzung ist. Nutze aber sehr gerne und den habe ich auch noch mitgebracht, weil ich euch jetzt zeigen wollte. Also wie gesagt, das ist ganz schön klotzig, dennoch ganz nett. Und wenn man das hier abmacht und ein bisschen so seht ihr besser, das ein bisschen kompakter haben möchte, dann nutzt man einfach diesen tollen Lichtschachtsucher. Ihr seht, der ist schon an sich sehr flach. Den poppt man hier einfach ganz elegant drauf irgendwie. Do it. Richtig elegant. Und dann ist es trotzdem noch recht handlich. Ich popp den auf. Zack. Und dann guckt ihr halt durch. Und seht hier Sucherbild. Ich mag Lichtschachtsucher sehr. Und wenn man den nicht verwenden will, hat der auch noch quasi ja so ein Anvisiersucher, sage ich mal. Das kann man hier hochklappen. Und ich glaube hier noch einmal. Ja, genau. Hier. Zack. Und dann guckt man halt. Ja, wie sieht man halt durch dieses, ja, durch diesen Durchgucksucher an, sage ich mal. Es gibt auch noch Einsätze hierfür, so ein Plastereinsatz, da sind dann so, ja, ich sag mal, Gitternetzlinien abgebildet oder was weiß ich, und dann kannst du halt so richtig zack, bams. Ist eine nette Spielerei für den Lichtschachtsucher und ja, ganz nett. Ich benutze den sehr gerne. Möchte aber jetzt mal mit dem das mal losziehen, eben um mal zu testen, wie da auch die Belichtung funktioniert, ob das noch zuverlässig ist. Sollte ja eigentlich der Fall sein, weil durch die Stromversorgung ja, keine Zellen ermüden können, die das steuern müssten, also keine Selenzellen zum Beispiel, die ja ermüden im Laufe der Jahrzehnte. Deswegen hoffe ich stark, dass er noch gut funktioniert. Und dann kann man da einfach mal ein paar schöne Sessions mitmachen. Yes, das soll man mir einem 645, wer mehr darüber lesen möchte, kann das gerne auf meinem Blog tun. Da schreibe ich relativ viel darüber und habe auch viele Bilder, die ich mit ihr gemacht habe. Ist einfach nur dieses Ding. Ja, und jetzt trinke ich einen Schluck. Wohlbekommt's. Yes, und dann, ja, machen wir weiter mit der zweiten Kamera, würde ich sagen. Die Puva Start. Die Puva Start ist pups einfach. Das ist so eine alte Bakelit-Kamera. Ich glaube sogar aus der DDR. Hier ist irgendwo. Ich müsste ja denn hier das irgendwo zu lesen sein. Schauen wir gleich mal ins Innere. Die Puva Start kann nicht viel. Die Puva Start muss zum Starten, ausgefahren werden, weil nur dann der Auslöser innen drin auf den Hebel, ja, die überschneiden sich erst dann, wenn der Tubus ausgefahren ist und dann löst sie auch aus. Wenn man den Tubus jetzt einfährt, verschiebt sich auch innen drin der Hebel und es wird der Verschluss nicht betätigt. Also ist eigentlich eine quasi eine Art Idiotensicherung und ja, ist ganz nett. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit. Und dann hat sie noch genau zwei Einstellungen, und zwar Z und M. Z steht für Zeit und M steht für Moment. Moment heißt auf zu, also auf
zu ist trotzdem auf zu. Und Zeit steht für Langzeit. Da geht es auch erst zu, wenn ich wieder loslasse. Ja, sind also auch Langzeitberechnungen möglich, das ist ganz nett. Schöne Spielerei. Und ja, ist auch nicht gekoppelt mit dem Filmaufzug. Das heißt, ihr könnt auch sehr gut Mehrfachbelichtung machen damit. Der, ja, was ist ein Nachteil? Ist, hinten gibt es dieses rote Sichtfenster. Das würde ich immer empfehlen abzukleben, zumindest lange der Film drin ist, oder zum Teaser rüber zu kleben, dass man das aufklappen kann und gucken kann, dass man weiterspulen muss, weil diese Rotlichtfenster trotzdem, ja, immer irgendwo eine Gefahr von der Licht, wenn Lichteinfall sind. Obwohl Lichteinfall bei diesen Backlit-Kameras, glaube ich, eh das kleinste Problem ist. Man muss damit ein bisschen Qualitätseinbußen rechnen, keine Frage. Warum erzähle ich, dass ich euch das? Hat folgenden Grund. Foto Classic hat nochmal angefragt. Ich hatte dem mal vor ein paar Wochen noch ein paar Artikelideen geschrieben. Hat sich aber erstmal nicht ergeben, weil wir alle ziemlich busy waren. Und jetzt im neuen Jahr haben wir alle wieder ein bisschen mehr Zeit. Und haben sie gesagt, ey Marcel, Mensch, die Ideen finden wir eigentlich ganz gut, schreib doch mal was darüber. Und eine Idee davon ist die PUVA Start. Dazu werdet ihr also in Ausgabe 2 2021 einen Artikel lesen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, könnt ihr also einfach da reinschauen. Ich bin von der sehr begeistert. Das ist vorgeschlagen, weil die einfach... Ja, man muss sich nicht darum kümmern, irgendwas einzustellen. Du musst nur darauf achten, ob du Langzeit- oder Momentaufnahme machen möchtest. Und dann geht's los. Also, und ich will gar nicht unterschlagen, sie hat noch zwei verschiedene Belichtungszeiten, nämlich sonnig und wolkig. Ich glaube, wolkig ist eine 30. Sekunde. Und sonnig, weiß ich nicht, 120. oder so. Keine Ahnung. Er hat jedenfalls sehr komische Verschlusszeiten. Und davon abgesehen, dass sie vielleicht noch Alarm zwischendrin. Ja. Wer die hat und übrigens nicht weiß, wie die aufgeht, ist auch ganz tricky. Hier oben ist so ein kleiner Hebel. Aus Metall sieht man relativ schlecht, weil es schwarz auf schwarz ist. Aber man kann den bewegen. Also man macht den einfach nach vorne. Und dann klappt das Ding auf. Zack. Da sind keine. Ja, keine anderen Verschlüsse drin, man muss das quasi hart reinklicken. Und dann seht ihr auch den Hebel, den ich meine, das ist der hier, der mit dem Auslöser übereinstimmen muss. Bei der geht auch mit raus, wenn ich das jetzt rausdrehe. So. Und da, wo er jetzt steht, seht ihr jetzt, wird er betätigt. Und wenn ich einfach nur ein Stück wieder reindrehe, keine Chance. Also relativ idiotensicher. Und deswegen macht es so Spaß, damit zu fotografieren, aus meiner Sicht zumindest, weil man sich einfach aufs Fotografieren konzentrieren kann. Natürlich sollte man damit jetzt kein Portrait-Shooting irgendwie ansetzen, weil die Qualität einfach nicht stimmt. Die Linse ist unvergütet und ich glaube sogar aus Plastik. Also da kommen keine hochwertigen Bilder mit raus, aber für zwischendurch, die ist super leicht. Ne? Das sind, weiß ich, 30, 40 Gramm oder so, keine Ahnung. Echt 100 Gramm, wäre jetzt nicht lügen. Aber es ist wirklich eine super praktische Kamera. Und wenn man ein bisschen auf die Vergütung der Linse verzichten kann und auch ein bisschen mit Vignetten klarkommt, weil die produziert die Kamera schon sehr stark, dann kann man das durchaus machen. Yes! So. Das zur PUVA Start, also ganz kurz, ich wollte es euch nur sagen, da gibt es bald einen Artikel drüber in der Foto Classic und dann erfahrt ihr noch viel mehr darüber. Coole Kameras, schön, haben wir uns wieder zwei angeguckt und ich habe noch ein paar hinten zu stehen im Regal, das ihr nicht seht. Also da werden wir noch ein bisschen was zu erzählen haben und wenn ihr mal eine Frage habt zu einer speziellen Kamera, ja, ihr wollt, dass ich zu einer was sage, die ein bisschen genauer vorstelle, dann könnt ihr das auch immer jederzeit anfragen über Instagram zum Beispiel oder über Facebook. Einfach anschreiben und dann kommen wir relativ schnell in Kontakt. Da bin ich ja noch relativ häufig und gucke mir da die Nachrichten und den. So.
Guck mal kurz, was hier so passiert. Nicht viel. Und wenn ich meine hier, dann in meinem Seitenwidget hier. Und jetzt würde ich sagen, mache ich nochmal eine ganz kurze Trinkpause. Weil dieses Getränk, was ich hier zu mir nehme, ist nämlich ein schöner selbstgemixter Soda Stream Energy Drink. Ich weiß gar nicht, ob die was bewirken, aber wir haben gerade keinen von meinen Lieblingsdosen hier im Haus. Und ja, wer öfter dabei ist, der weiß, dass die Uhrzeit für mich schon recht spät ist. Und ich deswegen immer schon ein paar Müdigkeitserscheinungen habe. Das ist auch so fies, ne? Dann bringt man so sein Kind ins Bett. So, was? 18, 19 Uhr, je nachdem. Legt sich dahin im dunklen Raum, guckt ihn an, wartet, bis er einschläft und schlummert nebenbei selber ein bisschen ein. Und dann ist quasi der Abend aber noch gar nicht vorbei, sondern man könnte noch mal aufstehen und was machen. Das ist noch so ein bisschen eine ungewohnte Routine. Also glaube ich nicht, dass das sich jemals Angewohnheit wird, aber damit müssen wir gerade klarkommen. So, ich mache mal kurz hier einen auf Shortcut und gucke mal, ob das klappt hier. Nee, nicht geklappt. Geil. Wird immer noch übertragen, ne? Dann klicke ich mich einmal händisch raus. War was? Ja, voll lecker. So. Ich öffne mal nebenbei, wenn meine Maus mich lässt, unser fabulöses Word-Dokument, mit dem wir schon gearbeitet haben. So, was gucken wir uns eigentlich heute an auf eBay? Letztes Mal haben wir uns ja verschiedene Konvolute angeschaut und uns darauf quasi spezialisiert. Aber heute habe ich noch gar keinen Begriff irgendwie rausgesucht oder keine Gedanken gemacht um spezielle Kategorien. Wenn ihr da Ideen habt, immer her damit. Ansonsten mache ich schon mal hier eBay auf. Zack. Und nochmal ein, zwei Sachen weg. Das war zu viel weg. Nice. Und wir gehen rüber in den Live-Bildschirm. Einen Moment. Wusch. Hi, jetzt bin ich da. Jo, Ton läuft, alles klar. Wir sind auf eBay und hier ist unsere coole Liste. Die müsstet ihr eigentlich sehen. Yes, da ist sie. Eine fabulöse Liste ist das. Das Gute mit dem Popschutz jetzt, ich kann mich ein bisschen verstecken dahinter. Falls mal kleine Müdigkeitserscheinungen auftreten, mal einfach Murmel, Murmel. Dann seht ihr das gar nicht. Okay, also hier ist noch der Roll L35 Counter, den lassen wir noch drin. Letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, weil wir ja die Konvolute hatten und da sind erfahrungsgemäß recht wenig Roll L35 dabei. Ich habe übrigens letztens erst noch gelesen, dass davon über 2 Millionen Stück hergestellt wurden, also dementsprechend macht es auch ein bisschen Sinn, dass zu viele angeboten werden. Aber dass der Preis immer noch so hoch ist, sag ich mal, vergleichsweise, ist ja schon verrückt, ne? Bitte entschuldigt, Leute. So. Analoge Fernseher. Auf keinen Fall. Analoge Kamera. Canon EOS 5, die in 9 Minuten abläuft.
Metten werden angenommen, Freunde. Wofür geht die weg? Eine EOS 5. Die allerbeste Kamera. Auch nicht die allerschlechteste. Nicht die allerbeste. Also nee, tut mir leid, das war falsch. Das ist schon eine sehr gute Kamera. Ich habe bloß jetzt im Kopf gerade noch mit der EOS 1 und der EOS 3 verglichen. Und verglichen damit ist sie natürlich ein bisschen weniger gut. Trotzdem eine ganz tolle Kamera. Bin ich ja mal gespannt. Also, tja, was hat denn mein Bauchgefühl? Schwer zu schätzen. 120 Euro? Zu wenig? So eine EOS 1V oder 1N geht also für 300, 350 Euro weg. Die EOS 3 für ein bisschen weniger. Und die hier, ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, ne? Ihr kennt ja meinen ultra geheimen Geheimtrick. Und, ne, digital, ja, alles klar. Also digital geht die für 330 weg. Kann man sie noch einschränken? EOS 5. Alle Kategorien möchte ich nicht. Da geht's. Oh. Da wäre ja noch viel zu teuer. Die ist ja dann noch, die ist ja dann auch schon viel zu teuer. 75, 60, 78. Nur Ersatzteile, okay. 500, das ist wieder eine andere Geschichte. Also für 50 Euro, Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so günstig sind. Wie denn so schlecht? Schon ein bisschen überrascht, ne? Kann man sich ja leisten. Wobei das teure an Kameras ist natürlich auch nicht der Body, sondern die Objektive. Und hier sind ja alle ohne. Eins mit Objektiv. Bitte. 36 Euro. Die hat auch keinen Motor. Ich glaube, unsere hier hat einen Motor drin. Yes. War schon mal ganz gut. Ich scheine echt was verpasst zu haben, dass die EOS gerade so günstig weggehen. Hat keiner über Weihnachten und Neujahr oder was? Was denn bitte? Ja, sieht doch ganz gut aus. Na gut, für die. Ja, mal gucken, ob die jetzt noch mehr Kohle einbringt. Ist ja fast gar nicht mit zu rechnen. Und ja, nicht so wenig Kratzer, ne? Klar, ist auch eine alte Kamera, aber... Wo ihr noch wirklich... ganz gut aussieht. Verschluss immer ganz wichtig. Auch gut, dass es fotografiert wurde. Und da was für Lichtdichtungen. Gibt es da überhaupt welche drin? Sag mal, das ist ja nicht mal eine alte drin. Dicke Grip. OG10. S5.
Tja. Bisschen ranzig sieht jetzt schon aus, ne? Coole Mucke. Ja, das meine ich, so eine EOS 1N, 210 Euro, das ist schon eine andere Geschichte nachher, ne? Na guti. Das schreibe ich mal auf. Wissen was? Wir machen das auch. Schreiben mal auf, was gute Indizien sind. Gute Anzeichen. Foto vom Plus. Haben Leute nämlich nichts zu verstecken. Mal gesagt, dass es wirklich schwierig ist, sonst mit Tuchschlitz verschlüssen oder Metallschlitz verschlüssen, dass sie, wenn die kaputt sind, habt ihr einfach komplett verloren. Ne? Da gibt es kein Vertun. F70. Selbst habe eine F50, die ja so oft verschrieben ist, aber ich mag die eigentlich ganz gerne. Wird sogar ein relativ gutes Standardobjektiv mitgeliefert. Das ist das Autofokus. Sieht mir fast so aus, aber ich könnte auch lügen. Da ist aber der AF-Schalter. Ja. Und hier müsste dann auch AF irgendwo draufstehen. AF Nico, ja. Funktioniert so, wie sie sollte. Mattscheibe etwas verstaubt. Oh, alles gut, alles gut. Und das ist genau das Problem bei vielen alten Nikon-Kameras. Oder nicht Nikon. Bei allen älteren Kameras, die diese Grips hier haben. Davon ist Canon auch nicht ausgeschlossen übrigens. Die fangen an, so ein bisschen sticky zu werden am Ende des Tages. Überlege wirklich, ob ich hier doch nochmal drauf biete jetzt. Macht mich schon ein bisschen heiß, ne? Da war auch gar kein Objektiv dafür. Nein, Marcel, reiß dich zusammen. Nein. Nein, wir machen das nicht. Aber wir beobachten die mal im Preis. So, was haben wir noch? Eine Nikon F80. Ist denn heute hier Nikon-Tag? Tag der großen Namen. Fast so aus. Was hiermit? Sieht ja auch noch recht gut erhalten aus. Aber sofort kaufen ist wieder raus hier, oder was? 189 Euro? Steht hier nicht mehr drin. Gut gepflegt aus, ganz anständig. Kamera wurde selten genutzt, ist also technisch und optisch in einem sehr guten Zustand. Jein. Wenn sie selten genutzt wurde, heißt das nicht zwingend, dass sie in einem guten Zustand ist. Denn, und das ist relativ wichtig, Kameras müssen benutzt werden. Und analoge Kameras noch viel mehr als die digitalen, denn die beweglichen Teile müssen bewegt werden. Also Federn, ja, Spannung, alles was irgendwie, der Verschluss natürlich auch selber, also alles was irgendwie sich bewegen kann, sollte auch bewegt werden. Deswegen gehe ich hier alle paar Wochen durch meine Regale und ziehe jede Kamera 10 Mal auf und löse sie aus. Einfach damit die ein bisschen in Bewegung bleiben. Das ist relativ wichtig. Deswegen selten benutzt, ist so, Kann sich jetzt auf den kosmetischen Zustand beziehen, dann ist natürlich das eine gute Aussage, aber technisch muss man gucken, würde ich nochmal nachfragen und sagen,
Dass man nochmal bitte testen soll, was damit passiert ist. So, ihr bliebst bei 78 Euro. Ja, guter Preis mit Batteriegriff. Jedoch kann sich einer freuen. Schöne Sache. Und er hat gemerkt, dass seine Kamera mehr wert ist, oder was? Oder ist sie schon weg jetzt? Komisch. Komisch. Das schauen wir doch mal nach, Freunde. Ja, sein Sofortkorb ist weg. Wenn wir jetzt mal gucken, hat er gemerkt, warum? Nö. 106, 144. Was ist denn ach, mit dem D? Also finde ich jetzt nicht so schlecht. Na gut, er wird's wissen. Wir wissen es nicht. Und uns ist es auch egal. Wir gucken weiter. Wir gucken mal genau. Was wir ja gemacht haben, ist, wir gucken mal, wie bald ablaufen. Das ist immer sehr spannend. Nur Ersatzteile. Ich hatte die mal in der Hand bei einem Kumpel. Die ist ganz witzig tatsächlich. Wenn man die sich. Ich weiß gar nicht, welche Filme da reinkommen, ob es sie noch gibt. Ich vermute ja. Weil das Format sieht ein bisschen nach diesem Fuji-Film, Instax-Film aus. Dann ist sie echt witzig. Das ist einfach eine moderne Polaroid. Kommt auch das Bild raus an der Seite. Wie gesagt, im Format von den Instax-Kameras. Und ja, ist ganz nett. Und er verkauft sich hier nicht, oder was? 145 Euro ist auch ein anständiger Preis für zwei so nicht so richtig tolle Kameras. Zwei T70. Kann man damit auch. Zoom-Objektiv. Hässliches Zoom-Objektiv. Okay, sieht normal aus. Ist auch kein Canon-Objektiv, ist ein Exacta. Also diese... Ich halte von diesen Zoom-Linsen einfach nichts. Auch in der Qualität wirklich nicht so richtig gut. Ja. Da wollte jemand recht viel für sein Erbe haben. Alte Einwegkamera-Rarität. Rarität ist mein Lieblingswort bei analogen Kameras. Gibt es dafür eigentlich eine Definition? Würde mich mal interessieren, ob das irgendwo festgelegt ist. Gucken wir jetzt nicht an, ich finde die einfach nicht spannend. Euro kommt mir auch recht viel vor, kein Gebot. Also Point and Shoots sind selten richtig viel Geld wert. Wenn man jetzt mal von diesen Olympus Mew Kameras absieht oder von diesen Leica Miniserien oder Contax, das sind so einige der wenigen guten Point and Shoot Kameras, die auch ihr Geld wert sind. Ja, und da sehen wir schon die nächste Yashica für 15 Euro, ist auch kein Gebot. Also, ne? Ihr wisst, ich bin Praktika-Fan. Ich glaube, die habe ich sogar, die Bauernpack-Set. Super TL. Ein bisschen gelitten oben. Gucken, was ihr so sehen könnt. Immer, ja, sieht gut aus.
Ohne Objektiv, das ist, glaube ich, ein Schraubgewinde. M42 wäre dann nicht mal dramatisch, weil die wirklich super günstig sind. Man kriegt mit den M42 Objektiven wirklich sehr, sehr gute Sachen für ein gutes, einfaches Geld. Also da muss man gar nicht groß ausrasten, was das Budget angeht. Deswegen finde ich die auch recht einsteigerfreundlich. Ich habe das ja schon mal empfohlen, dass ich Kameras mit M42 Schraubgewinde als Anschluss als Einsteigerkameras schon empfehlen würde, weil man einfach eine sehr große Auswahl an Objektiven hat, die auch, wie gesagt, meistens kein Vermögen kosten. Hier ist schon so ein bisschen eine Abnutzung. Da wird der Film untergeklemmt, gehe ich mal stark von aus. Die Tasche sieht aus wie die Taschen halt aussehen nach 30 Jahren. Haben wir denn im Text irgendwas, was uns stutzig machen könnte? Nicht sogar ja ganz vertrauenswürdig, weil er beschreibt, dass sich der Verschluss öffnet und die Blende ja quasi die Blende sich bewegt, wissen wir nicht, aber der Verschluss öffnet sich. Und hier sagt er wieder andersherum, weiß ich nicht, ob sie wirklich funktioniert. Schwierig, schwierig. Aber wie lange auf die wartet und sich jetzt sagt, ah, die super TLD fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, gut. Wo es auch kein Sammlerstück ist, ne, mit den Abnutzungsspulen. Aber für 15 Euro, meine Güte, ist jetzt ja noch kein großes Vermögen. Wir brauchen Paxet. Finde ich sehr neckisch, weil die sehr, sehr klein ist. So ungefähr die Maße von der Rolle 35. Ich hatte mit der Probleme, weil der Film nicht richtig transportiert wurde bei meiner. Ich habe aber auch nur einen Film durchgejagt, weil es danach nicht mehr so richtig cool aussah. Oder andersrum, weil ich einfach keine Zeit mit Film verschwenden wollte. Und ja, die hat mich sehr enttäuscht. Und die Wunde saß tief. Dann habe ich sie erstmal nicht mehr benutzt. So. Nichts Auffälliges. 25 Euro kann man da tatsächlich mal mitgehen. Also ich finde ja, ich glaube, so ein bisschen Flohmarktpreis. Da würde man vielleicht noch 5 Euro weniger bezahlen, aber im Prinzip ist es kein schlechter Preis. Meine Meinung. Wie alles hier ist alles subjektiv und alles meine Meinung. Was ich bereit bin zu bezahlen für solche Kameras, das kann für jeden anders sein. Deswegen ja, entscheidet es bitte für euch selbst und kauft nichts, was ihr euch nicht leisten könnt. Ein gutes Profilbild, ne, habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn jemand sich beim Profilbild Mühe gibt, dann ist die Kamera wahrscheinlich auch relativ gut behandelt worden. Ich erinnere da mal aus dem Anzeigenbild vom letzten Stream, wo da irgendwie die ganzen Kameras aus dem hässlichen, ungepflegten Fliesenboden geklatscht wurden, der auch mal völlig dreckig aussah. Da dachte ich mir so, ich möchte die Kameras nicht anfassen, die aus diesem Angebot kommen. Das ist aber überhand, meine Generei. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo es jetzt herkommt. Also nicht mehr als sonst. Analog. Ah, hier. Ah. Freunde. Gucken wir uns mal jetzt mal genauer an. Eine analoge Kamera, sehr gut, wird hier verkauft. Für 165 Euro. Dass das noch jemand schreibt. Und nichts dazu schreibt, ist schon mal sehr, sehr kritisch.
Der Zustand sieht ja ganz gut aus. Kann ich gar nicht meckern. Eine Flexaret. Spiegelung? Hier, ja, Spiegelung. So, was gucken wir denn hier? Angeboten wird eine zweijährige Kamera der Firma Meopta. Bisschen was zur Kamera. Außer den normalen Filmkopf. Nun, da mit Adaptern auf Kinofilmfotos machen, aha. Etwas für den Sammler. Hier wird irgendwie zur Funktion gar nichts gesagt, ne? Das ist schon. Das macht mich stutzig insgesamt. Wir gucken jetzt mal, was so eine Meta Lexa Lexa Red sonst so kostet. Und dann seht ihr, dass wir hier ganz stark abweichen. Hier hat einer wirklich viel dieselbe Kamera verkauft. Also, ja. Da gehen auch andere Preise. Und das sind auch jetzt anscheinend gut erhaltene Vitrinenstücke gewesen mit Film dazu. Schön und gut. Hier auch mit Etui. Und die wurden, hey, 120 Euro Sofortkauf. Gebot bis 156, weil sie serviced ist. Dann verstehe ich das. Da würde ich tatsächlich auch sagen, das ist es wert, denn gewartete Kameras, analoge Kameras, die gewartet wurden, zu kaufen, ist sehr, sehr praktisch. Ist auch nicht dieselbe, ne? Schwer zu erkennen. Nee. Aber wenn man das nicht macht und damit fotografieren möchte, lohnt es sich schon, nochmal einen Service machen zu lassen, und der kostet immer ein paar Scheine. 50 Euro am wenigsten wahrscheinlich, eher 80, 100, 150. Da könnt ihr schon mal ein bisschen Geld investieren, deswegen finde ich das für eine gewartete Kamera eigentlich einen guten Preis. Und umso stutziger macht mich das hier mit der. Bin ich vom Objektiv ein ganz schlechter Kind. Eins zu 5,6 oder so. Also wenn das stimmt, steht es irgendwo? Ja, 3,5. Ja. Glaube ich nicht das allerbeste Objektiv. Sonst wäre es vielleicht ein 2,8er. Aber. Für mich nach einem komischen Angebot aus, muss ich ehrlich sagen. Immer gucken und vergleichen. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe es schon dreimal gemacht, ich checke immer erst die bisher verkauften Preise. Gucke auch, mit welchem Zustand der Preis gilt. Das ist hier auch wichtig, hier nicht einfach sagen, die wurde schon mal für 50 Euro verkauft, wenn ihr auf eine Hasselblatt bietet, aber das einfach ein kaputtes Ding war. Natürlich spielt der Zustand da eine Rolle, es muss vergleichbar sein. Aber das hier riecht mir schon sehr nach nicht sehr vertrauenswürdigem Angebot. Und das nehmen wir auch mal so auf. Kategorie Finger weg. Ja, zumindest nachfragen. Finger weg ist mir noch nicht eindeutig genug. Titel des Angebotes. Nicht Aussage. Ja, Mann. Analoge Kamera. In Kombination, das finde ich jetzt wichtig, in Kombination mit hohem Preis. Weil niemand verkauft eine teure Kamera für viel Geld und nennt den Namen nicht. Weil wenn sie viel Geld wert ist,
Das ist wahrscheinlich eine Markenkamera oder eine begehrte Kamera. Da mache ich doch mehr Leute auf mein Angebot aufmerksam, wenn es einen richtigen Namen trägt. Meine Meinung. Deswegen, ja, kann mal passieren, dass irgendein Opis seine Kamera reinschaut und sagt, ich verkaufe eine Spiegelreflexkamera als Titel, alles schon gesehen. Dann aber als Auktion oder so oder ja, mit einem angemessenen Preis. Aber die Kombi hier kommt mir ein bisschen spanisch vor. So. 16 Canon EOS Kameras. Ich sehe mich jetzt wieder Stichwort Konvolut. Wenn es alles nur so 500 und 1000 Enser sind, dann ist natürlich ja 5000. Also alles mindestens mit Doppel-Null. 500, 5000, 1000F. Ja. 16 Stück braucht, bitteschön. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei Canon ist es zumindest so, je kleiner die Zahl wird, also auch mit den Stellen, desto besser ist das. Eine 50, also eine zweistellige Zahl, ist immer besser als eine dreistellige Zahlenkamera. Ne? 50 ist besser als 500, 100 ist besser als 1000 und 5 ist besser als 50. Das ist so eine Faustregel. Ein Dia-Magazin oder was? Für Dia-Rähmchen. Was nicht alles gibt. So, ich trinke mir noch mal einen rein. Oh, schon wieder am 9. Ich hoffe, wir machen heute ein bisschen länger. Ich bin eigentlich ein bisschen in Fahrt jetzt. Ne? Hab gar keinen Bock aufzuhören. Das Gefühl, die Zeit vergeht von Stream zu Stream irgendwie schneller. Bin mal gespannt. Prost! Fällt mir ein, ich habe auch ewig keine Mate mehr getrunken. Seit wir aus Berlin weggezogen sind, aufs Dorf, gibt irgendwie keine Mate mehr in meinen Einkaufswagen. Ist auch ungewöhnlich. Das ist ein äußerst fairer Preis. Die Bayretts, die sind wirklich nicht geil. Ich habe davon mal zwei, drei gehabt. Von meinen Großeltern, irgendwie hat man die auch mal öfter gehabt, anscheinend. Uiuiui. Ich sag mal so, wer es sich unnötig schwer machen möchte, analog zu fotografieren, der kauft sich eine Bayrette. Ist nicht so richtig geil. HeroQuick ist, glaube ich, auch der Exportname von den Bayrettes. Es sind dieselben Kameras. Und macht das nicht. Und macht's, wenn ihr es geil findet. Macht's natürlich. Kauft euch die kosten halt nichts mehr. Aber wäre auch entsprechend wenig Spaß aus meiner Sicht. Was denn hier? Was das denn bitte in dieser Kategorie? Sehr merkwürdig. Eine Miu 2, das ist noch ein humaner Preis. Eigentlich geht die für über 100 € weg. Gucken, ob es da was zum Meckern gibt. Und eine Rollei Flex haben wir auch. Hey, Herr Annika, grüß dich. Annika North. Und gerade ist mir noch jemand gefolgt. Leider sind hier in dem Stream noch keine Alerts. Kann man das hier nachholen? Ich schaue mal kurz rüber. In den Stream startet sowieso nicht, wenn dann müsste es hier sein. Eigentlich ist ja hier mein Plop-Fenster, wo die Follows aufploppen, wenn was passiert.
Aber ich hab's noch nicht. Ich hab's versäumt, das bis jetzt wohl überall einzubauen. Es tut mir sehr leid. Und bei anderen Streaming-Tools kann man das noch. Aha, Frau N. Dierke, guten Tag. Bei anderen Streaming-Tools kann man das noch. Ich freue mich. Schön, dass ihr zuguckt. Hi. bei anderen Streaming-Tools kann man das noch nachholen. Dann kann man so Follows nochmal einblenden. Bei OBS. Tja, geht's vielleicht, aber ich hab's noch nicht gesehen. Na gut. Ja, schön, dass ihr beide am Start seid. Grüße. Gehen raus. Und jetzt stelle ich mal zurück auf den Live-Chat. Ich wäre weg. Ja, pass auf, bei eBay Kleinanzeigen ist auch eine gute Idee. Bin ich gespannt. Hast du konkrete Ideen oder Vorschläge? Ich mache das mal ein. Oder jetzt auch Kameras. Kameras aus der Gegend quasi. Was suchst du? Ich suche analoge Kameras. Wo suche ich die denn? Ich sag mal. Was fällt mir denn da so ein? Bad Segeberg. Ein Beispiel. Ich bin auch ganz in der Nähe. Bad Segeberg gibt es keine analoge Kamera. Natürlich traurig. Können wir mal ein bisschen Umkreis erweitern. Ich sag mal so 30 Kilometer. Das sind Anzeigen. Sehe ich das nicht? Sind das die oder was? Ach ja. Barg der Heide, wo auch immer Barg der Heide ist, keine Ahnung. Zu modern, ja. Wer weiß. Billig objektiv. Das ist ja noch ganz anderes von das hier. Ja, was kann man denn noch so? Wo kann man denn noch so suchen? In der Nähe ist ja auch Lübeck. Vielleicht gibt es ja in Lübeck was. Nö, ganzer Ort auf jeden Fall nicht. Wir sind so mit ein bisschen mehr. Auch nicht. Suche ich das Falsche? Wir testen mal ein bisschen mit anderen Suchbegriffen rum. Aha, analoge Kamera findet man schon mehr. Gucken wir mal. Nikon F60. Ja, wie gerade schon gesagt, ne, je mehr Stellen, desto weniger wertig ist die Kamera. Bei einer EOS 3000N 50 Euro zu gehen, finde ich schon sportlich. Auch nicht so das Gelbe vom Ei hier. Gucken trotzdem mal rein. Ja, schicke Kamera für 75 Euro. Das können wir doch mal angucken. Sieht auch spannend aus hier. Aha. Naja. Ach, das ist jetzt so eine zweieugige, wo man von oben reinguckt. Aber sieht nicht so aus. Nur eine normale Spiegelreflex, zwar mit Motor dran, ist ja ganz witzig. Aber so richtig 75 Euro. Eine Hausnummer. So, was kennen die hier? Nicht viel. Ist
auch jetzt die 500 SI ist halt auch nicht so eine besonders spezielle Kamera, die findet man ziemlich oft. Und die F60, ja. Ohne Preisangabe immer ein bisschen schwierig, sag ich mal. Eine EOS 1000 für 90 Euro. Das ist schon ziemlich heftig. So viel sind die echt nicht wert. Boah, wird immer besser hier. Einfach Klack. Klick. Eine Klick, eine andere als eine Klack. Da gibt es tatsächlich beides, also Klick und Klack. Tatsächlich, Klick 2. Verrückt. Oh, wie ist es zugemacht? Gucken wir noch einmal. Einmal gucken wir noch. eBay Kleinanzeigen. Gucken noch einmal jetzt mit analoge Kamera ohne S im Bad Segeberg. Vielleicht haben wir den Bad Segebergern ja Unrecht getan. Das will ich ja nicht auf mich ziehen, den Zorn der Segeberger. Einmal schon drei Ergebnisse, Heidewitzka. Fotoapparat analog. Kann man davon. Eine Zenit EM. Noch nie nein gehabt, keine Ahnung. Zwei Objektive, schöner Standardgurt. Anleitung ist auch ganz nett. Ja. Kann man, glaube ich, machen, wenn man gerade auf der Suche ist in seiner Gegend. Aber die Objektkameras sind ja, wie gesagt, muss man sehr vorsichtig mit sein, was den Kauf angeht. Wie viele Kameras ich habe? Muss ich das sagen? Nee, ist gar nicht so viel tatsächlich. Also ich verkaufe ja auch immer wieder eine ganze Menge. Und halt eigentlich nur so viel, dass ich die auch immer mal wieder alle ausführen kann, weil sonst stehen sie sich kaputt. Und ich glaube jetzt, weiß ich nicht, 20, 22 oder so. Keine Ahnung. Ich persönlich jetzt nicht mega viel. Ich glaube, es gibt Leute, die mehr haben. Also garantiert gibt es Leute, die mehr haben. Aber ja, man muss sie eigentlich nicht tot stehen lassen, ne? Travenbrück. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, Lübeck und Umgebung scheint nicht so viel los zu sein mit analogen Kameras. Ist natürlich schade. Schade, schade. So, aber wir wollten uns die mal nochmal angucken. Die Olympus Mew, wie gesagt. Dafür, dass sie gleich zu Ende ist, noch recht human im Preis. Was ist mit dem Blitz da oben so? Noch nie aufgefallen an meiner. Verrückt. Technisch in einwandfreien Zustand. Ja. Bohrspuren, ja, ne, muss halt mit leben. Die sind halt so eine Taschenkamera. Sie haben auch entsprechende Taschenspuren meistens, so wie man das hier sehr gut sieht. Aber der Schutz ist halt sehr gut. Die Linse liegt halt nie frei bei bei der Mio 2. Das heißt, die ist eigentlich so gut wie immer im guten Zustand. Hier haben wir ja auch ein Bild davon. Kann ich jetzt zumindest nichts Gegenteiliges erkennen. Auch immer schwer. Ein bisschen dreckig sieht die ja schon aus, die Linse. Mal gucken, ob wir die noch bis zum Ende noch dabei sind. Ich kann es nicht versprechen, aber wenn ja, dann gucken wir uns die nochmal an, zu welchem Preis sie weggegangen ist. Oh, ein wunderschönes Foto wieder. Das ist so ein typischer Rotze, ne? Das hasse ich. Wie die fest. Hier ist es defekt und hier ist es gebraucht. Die Kamera ist defekt, dann muss sie auch als defekt eingestellt werden.
Wenn es allerdings wirklich nur die Rückspulkurbel ist, so wie hier steht, dann bin ich geneigt, den Zorn ein bisschen verrauchen zu lassen, weil die Rückspulkurbel müsste man ja eigentlich reparieren können. Man sieht es hier oben, die klappt nicht ganz ein. Wenn das jetzt der Defekt ist, dann bin ich weniger sauer, aber es gibt so viele Verkäufer, die irgendwo defekt irgendwo reinschreiben, aber den Artikelzustand, hier sieht man das, auf gebraucht lassen. Und das ist halt für den Käufer, der nicht alles hundertprozentig liest, finde ich, ist das eine Täuschung. Und gehört auf jeden Fall für mich in die Kategorie unserer Checkliste, wo ich sage, nochmal nachfragen. Artikelzustand als gebraucht angegeben. Aber Defekte beschrieben oder im ist nicht sauber formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Das gucken wir uns noch mal ein bisschen schöner noch mal an. Ansonsten Rollerflex SL35 noch nie in der Hand gehabt. Kann ich gar nicht zu sagen. Ich weiß auch nicht, was für ein Objektivanschluss das ist, ob das ein eigener Anschluss ist oder ob die irgendwo mit ranpasst. Wäre mal ganz spannend, wenn mir das einer sagen könnte. Das ist das jedenfalls nicht. So. Na gut, 1-2 machen wir noch. 1-2 machen wir. Kameras wie diese Nokina würde ich immer von abraten, die, wenn man da mal nachgoogelt, liest man sehr oft, dass die, dass die Elektronik überspannt und kaputt geht, weil es recht günstig gebaute Kameras sind. Tschüss, Annika, viel Spaß, euch auch noch. Viele Grüße. die sind nicht so hochwertig gebaut. Richtig was Spannendes sehen wir jetzt hier auch nicht mehr. Mimosa Boxkamera. 180 Euro. Da bin ich ja mal gespannt, was das für eine Kamera ist. Die kenne ich nämlich auch nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Würfel. Meyer Optik. Trioplan, hört sich gar nicht so schlecht an, muss ich sagen. Die machen eigentlich ganz gute Kameras. Nämlich ein bisschen aus wie so ein Body, von der Mamiya wäre jetzt übertrieben, von der Hasselblad wäre jetzt übertrieben. Weil die reinen Bodies sind ja auch nicht viel größer als diese Boxen hier. Und sieht noch recht gut gepflegt aus. Mit Tasche. Kamera. Ein Kleinbildfilm. Sieht man den irgendwo eigentlich, wie man der einlegt? Ja, hier. Unterseite. Offen. Kleinbildfilm. Aha. Mimosa 2. Kamera ist Service. Aha. Spannend. Kommt aus Dresden, original. Witzig, noch nie gehört. Ganz spannend. Kann ich auch gar nichts zum Preis sagen. Fehlt mir jeglicher Vergleich. Aber schön mal was anderes zu sehen. Raven. Hier, Contax T2, vorhin noch angesprochen, die sind wirklich teuer. Das sind so Point-and-Shoots, die wirklich ein bisschen mehr kosten. Nikon F50. Eine oft aus meiner Sicht zu Unrecht verschriebene Kamera. Ich habe mit der sehr gute Bilder gemacht. Mit Standardobjektiven.
Der Display ist klein, aber übersichtlich und reicht aus. So, man sieht, was man macht. Und ich finde ihn nicht schlecht. Wirklich. Also wenn da mal einen guten Zustand. Ich würde es hier im Kit mit einem Objektiv kaufen, wenn ich die Wahl hätte. Denn sonst bezahlt man einzeln ein bisschen mehr als in Summe. Weil niemand sonst den Nikon F50 groß kauft, weil sie halt eben nicht sehr beliebt sind. Deswegen kommt man in eine gute Kit-Kombi meistens gut ran. Und hier haben wir noch eine Leica R4S. Hochwertige Spiegelreflexkamera ohne Objektiv. Wo auch immer die herkommt. Spannend. Die R-Kameras von Leica sind ziemlich gut. Alles ab der R4 aufwärts kann man auch gut kaufen. Wie gesagt, ich bin großer Fan der R3. Aber die ab der R4 sind technisch noch ein bisschen besser entwickelt. Sogar mit Box und allem drum und dran. Ja, schön. 100 Euro Gebote steht hier so drin. In ungebrauchten neuen Zustand. Voll funktionsfähig. Okay, sogar richtig neu. Neu. Wahnsinn. Die wurde zu Kontrollzwecken hin und wieder aus der Originalpackung genommen. Das finde ich super. Hat er ab und zu mal hingeguckt, hat sie vielleicht auch mal ausgelöst. Auch das wollte ich nochmal nachfragen, gerade weil die im Preis noch ganz schön steigen wird, vermute ich mal. Nochmal nachfragen, was er denn gemacht hat damit. Aber wenn er die auch mal ab und zu ausgelöst hat, weil er ja selber Sammler war und wahrscheinlich auch weiß, was man damit machen muss, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So, nicht schlecht, wenn er F4 sucht. Sollte hier mal ein Auge drauf werfen, noch eine Stunde. Canon AE-1V Neu 4 Objektive, super Zustand. Ja, zu dem Preis nicht verkaufen. Oder Gretina 3C. Ja. Wahrscheinlich defekt ist für 100 Euro ist auch schon happig. Finde ich, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Wie alles hier. Das ist noch eine Miu. Ach, zweimal eine Miu. Witzig, wie unterschiedlich die im Preis auch sind, ne? 150 Euro Startgebot. Nicht sofort gekauft, Startgebot. Und 1 Euro Startgebot. Und man lässt sich hier gerne täuschen von dem Namen der Miu 2, aber lasst euch da nicht irgendwie ins Beet quatschen. Die Miu 1 ist nicht so gut wie die wie ihr Nachfolger. Hier ist noch eine. Ja, im Rudel aufgetreten, Mensch. Also die Miu 1 ist trotzdem okay, aber hat nicht den Kultstatus wie die Miu 2, wird aber auch zum selben Preis angeboten. Lass dich da nicht übers Ohr hauen. Guck da wirklich aufs Gehäuse, was da drauf steht und kontrolliert das, weil sonst könnt ihr da auch fies über den Tisch gezogen werden. Mit Lordona 1,2,8. Lordona ist ja auch ein richtig geiler Objektivname. Auch noch mal so eine Leica Mini, auch Point and Shoot, die ich von erwähnt habe, auch zum hohen Preis, Sonderversion, selten, ja gut. So klassische Keywords, die ich dann schon eher nicht kaufen würde. Das sieht ganz spannend aus, nochmal so für Einsteiger. Das sind so Balkenkameras, die ist aber im Prinzip ist das überhaupt kein Problem, weil viele Kameras lassen sich relativ einfach wieder neu beledern. Man muss da natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber ein Leder, das sich ablöst vom Body, ist ja nicht schön anzusehen, kann man aber beheben und ist kein technischer Defekt. Von daher, wichtig bei so einem Balken ist immer halt, bei den Kameras mit Balken ist, ob der Halbbalken lichtdicht ist.
Man kann natürlich den Verkäufer immer bitten, das zu überprüfen, aber das ist sehr schwer. Also, da glaube ich auch, dass man mit Reklamationen gegebenenfalls wenig Glück hat. Ja, bei privaten ja sowieso nicht. Sieht auch ziemlich oll aus. Stand wahrscheinlich offen eine ganze Weile, wenn die so viel Dreck drin hat. Ja. Aber im Prinzip sind das ganz witzige Mittelformatkameras für den Einstieg. Ich würde die jetzt nicht spontan ablehnen. Bin hier so dabei. Nichts außergewöhnlich Schlimmes oder Gutes. Ja, okay. Das hier, wie weit ist die jetzt noch? 26 Minuten. Ich schaffe mir nicht, Freunde. Das wird nichts. Wir gehen jetzt wieder rüber auf den Chat. Wupp. Hi. Ich bin schon ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Und auch wenn sich das Gähnen ein bisschen eingepegelt hat. Gibt es dafür Ansprechpartner für neues Leder? Macht das ein Polsterer oder Sattler? Frage im Chat. Würde ich selber machen. Einfach ablösen, geht relativ gut. Die Flächen säubern und die entsprechenden Teile nachbestellen. Also sich ein Leder zum Zuschneiden, ein Stück Leder nachbestellen, was man gerne hat. Entsprechenden Kleber kaufen. Und dann selbst ausprobieren. Weil man macht das im Endeffekt, glaube ich, noch oft genug bei anderen Kameras, wenn man das einmal gemacht hat. Und ich glaube, wenn man das irgendwo hinbringt, wird das exorbitant teuer. Also unverhältnismäßig teuer zumindest, sage ich mal so. Und ich würde es dann selber probieren. Ja. Aber wenn man es drauf anlegt, wüsste ich es nicht. Polsterer, ja, kann mir schon vorstellen. Also jeder, der irgendwie damit zu tun hat, vielleicht, wenn man mal ganz doof gedacht, vielleicht auch sogar ein alter Schuster, der Schuhe neu beschlägt. Weil die haben auch, arbeiten mit sehr speziellen Klebstoffen und wissen auch, wie ein Kleber atmen muss, wie stabil ein Klebstoff auch am Ende ist. Ich habe mit einem unterhalten mal dazu und kann einem bestimmt noch mehr dazu sagen, welchen Kleber und welches Material man darauf anbringen sollte. Also vielleicht einfach mal zum Schuster gehen. Findet man vielleicht noch eher als ein Sattler, glaube ich. Aber spannende Frage. Yes. So, also wie gesagt, ich bin jetzt gleich raus. Wir machen noch ein bisschen den Endstream an, lassen hier ein bisschen laufen. Ja, war schön. Der erste Stream des Jahres hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Die Zeit ist echt gerannt. Wahnsinn. Und wir hören uns dann wie immer in einer Woche wieder. Das ist dann der 13.01. Und mal gucken, was da uns so einfällt. Oder mir oder euch. Ne? Ihr wisst ja, wenn ihr was habt, was ihr besprechen möchtet oder was ihr euch angucken möchtet, dann schreibt es einfach bei Instagram oder bei Facebook. Und dann gucken wir uns das an. So, in diesem Sinne, ich schalte mich jetzt schon mal in den Endscreen und sage auf Wiedersehen. Und ihr könnt trotzdem noch ein bisschen zum Ende chatten hier. Zip. Tschüssi. Genau, folgt mir auf Facebook, YouTube oder Instagram, wenn ihr Bock habt. Und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Ansonsten haltet durch, Woche ist fast geschafft. Und bis in eine Woche. Tschüss.